Hallo und herzlich willkommen hier bei Comotherm, live aus unserer Showküche. Mein Name ist Conny und bei mir ist der Andi, unser Corporate Chef. Hi. Und die Filmcrew. Und heute sprechen wir über Ihre Vorteile mit unserem neuen Comotherm Max Pro und unserer intelligenten, integrierten Rauchoption, dem ConvoSmoke. Wir zeigen Ihnen, wie Sie verschiedene Produkte räuchern können und das in verschiedenen Garmodi. Und Andi, meine erste Frage an dich, was versteht man unter Smoken generell oder Räuchern, wie wir es auch oft sagen, und welche Arten gibt es? Genau, also Räuchern ist bei uns im ConvoTherm Max Pro ein Garschritt und es gibt eigentlich zwei Arten von Räuchern. Und das Räuchern an sich ist ja nichts Neues, es ist ja eine ganz klassische Garmethode und wir haben bei uns ein Kalträuchern, Cold Smoke, das bedeutet für sensible Produkte, wie zum Beispiel, wenn ich einen Räucherlachs machen möchte. Ich habe aber auch Heißräuchern, wenn ich zum Beispiel Spare Ribs machen möchte, Hähnchenschlägel. Das bedeutet, ich habe Temperatur, die ausreicht zum Garen und kann aber gleichzeitig auch räuchern. Das bedeutet, auch hier beschleunigt es den ganzen Prozess. Und was sind die Vorteile von ConvoSmoke verglichen mit normalen, gebräuchlichen Räucheröfen, die man so kennt? Also das größte Highlight oder der größte Vorteil ist bestimmt unser geschlossenes System. Das bedeutet einfach, sobald wir unsere Türe geschlossen haben, kommt nichts in den Garraum, es kommt auch nichts aus dem Garraum heraus. Gleichzeitig erhöht es aber auch ganz enorm die Räucherkonzentration im Garraum, weil eben nichts entweicht wie bei einem klassischen Räucherofen. Und dadurch, dass die Konzentration ja so hoch ist, der ganze Räuchervorgang auch viel mehr beschleunigt wird. Und das Beste, ganz klar, man riecht eben nicht, dass man gerade räuchert in der Küche. Und was macht den ConvoSmoke im ConvoTherm Max Pro so besonders? Ja, also es ist einmal natürlich das Heiß- und Kalträuchern, aber natürlich auch die Möglichkeit, dass ich es sowohl im Dampf, im Kombidampf, aber auch in der Heißluft variieren kann. Das heißt, es gibt mir noch mehr Flexibilität, aber natürlich auch das Handling. Es ist super einfach. Das Einzige, was man machen muss, ist eben die Räucherbox auf das integrierte Heizelement zu schieben. Und Conny, mach's doch einfach mal selber, dann hast du ein Gefühl dafür. Gerne. Ich mach dir schon mal die Türe auf. Danke. Wie gesagt, du siehst ja das Heizelement, einfach die Räucherbox darauf schieben, wunderbar, Griff entfernen, nur noch die Türe schließen und schon kann es losgehen. Und das war's. Und das war's. Hol aber bitte nochmal die Räucherbox raus, die brauchen wir nochmal. Danke dir. So. Und ich sehe, du hast ein bisschen mehr vorbereitet. Wir haben jetzt also hier einmal die Smokerbox uns schon angesehen. Ja. Ich sehe aber auch hier Woodchips und Biscuits. Und kannst du uns kurz erklären, wie man das verwendet? Genau, also hier sehen wir ja schon die Räucherbox mit den Biscuits befüllt. Es ist eigentlich super einfach. Ich muss einfach nur den Deckel öffnen und kann dann nach Belieben so viel wie ich möchte, so viel wie reinpasst, in die Räucherbox geben. Je mehr ich reingebe, egal ob es die Chips sind oder die Biscuits, umso höher wird natürlich auch das Raucharoma, die Rauchkonzentration. Ja, und dann, wie gesagt, einfach Deckel drauf, Griff dran und wie wir es gerade schon gezeigt haben, beschicken und es kann losgehen. Okay, das bedeutet, die Smokerbox befindet sich im Garraum und ist kein zusätzliches Zubehör, welches man außerhalb des Dämpfers platzieren müsste. Und das ist unser Intelligent Simplicity. Gut durchdacht von Anfang an bis zum Ende. Und Andy, kannst du uns kurz erzählen, wann benutze ich denn jetzt Woodchips und wann die Biscuits? Genau, also es ist natürlich, also vom Aroma, vom Geruch, Geschmack sind eigentlich beide gleich. Es gibt auch für alle verschiedene Arten, es gibt verschiedene Hölzer. Und die Räucherchips verwenden wir eigentlich nur fürs Kalträuchern. Und der Grund dafür ist einfach, nach dem Räuchern bleibt von den Holzchips einfach nur noch Asche übrig. Und das bedeutet natürlich, wenn ich dann im Heißräuchern bin, wo sich der Lüfter im Garraum dreht, würde die Asche einfach im Garraum herumwirbeln und sogar eventuell auf dem Produkt hängen. Und das wollen wir nicht. Deswegen verwenden wir unsere Biscuits. Die bleiben auch nach dem Räuchern in ihrer Form mehr oder weniger erhalten, sind aber völlig verbrannt. Und das bedeutet für mich, ich kann eben räuchern, kann dann in die Heißluft gehen mit Crisp and Tasty, ohne ein Risiko zu haben, dass irgendwie Asche oder sonstige Partikel im Garum herumfliegen und eventuell auf dem Produkt haften. So, das bedeutet, Woodchips ist eigentlich nur eine gute Idee, wenn sich das Lüfterrad nicht bewegt.
Wir machen es Ihnen einfach mit dem Combo Tempmax Pro und der Smoke-Option Combo Smoke können Sie beides verwenden. Sie können Woodchips, aber auch Biscuits verwenden. Das ist einfach viel flexibler. Wir hier bei Combo Therm empfehlen aber die Biscuits, denn damit können Sie heiß und kalt räuchern. Und Andi, mit was beginnen wir denn jetzt? Genau, wir wollen jetzt mit etwas, na, ich sag mal, untypischem beginnen. Und ich habe wie immer schon etwas vorbereitet in unserem Schnellkühler. Es ist Verlass auf dich. Es ist halt das Fernsehen. Und da habe ich hier schon einen wunderbaren Lachs auf Pak Choi-Gemüse. Und den Lachs wollen wir jetzt ganz sanft pochieren und gleichzeitig aber auch räuchern. Quasi ein Heißräuchern. Und das machen wir in unserem 6-10er-Gerät. Und ich habe ja am Anfang erwähnt, dass das Räuchern bei Convotherm eine Garmethode ist. Das bedeutet, wir drücken auf unsere Kochmütze und finden hier auch dann das Räuchersymbol. Jetzt kann ich wählen, möchte ich heiß oder kalt räuchern. Wir möchten heiß räuchern. Und Conny, pochieren ist Dämpfen. Dämpfen, wunderbar. Drücken wir auf Dämpfen und jetzt kann ich schon alle Parameter einstellen. Das heißt, wir möchten jetzt eine Garumtemperatur von 45 Grad, also ganz niedrig, ganz sanft und eine Zeit von 30 Minuten. Ja, Conny, ist es eigentlich alles eingestellt? Jetzt kannst du bitte den Startknopf drücken. Wunderbar, und jetzt werden wir schon daran erinnert, ha, da fehlt doch noch was, nämlich natürlich noch unsere Räucherbox, in dem Fall mit den Biscuits. Und ich öffne dir auch gleich die Tür. Danke dir. So, wie gehabt, einfach auf das Heizelement, Griff entfernen, Türe zumachen, wir bestätigen und ja, wie gesagt, es geht los. Und wie lange dauert das jetzt? Ja, also es dauert jetzt ungefähr 18 Minuten, bis der Rauch entsteht. Nach diesen 18 Minuten mache ich die Türe auf und werde dann den Lachs beschicken. Und dann dauert es nochmal ungefähr 12 Minuten, also im Ganzen 30 Minuten, bis dieser Lachs geräuchert und ganz zart pochiert ist. Gut, dann nehmen wir das jetzt. Schau her, Conny. Jetzt machen wir Anlüftstellung. Jetzt beschicke ich. Türe zu. Und das war's. Ja, Conny, du kannst ja jetzt sehen, der Convotherm Max Pro zeigt uns jetzt, dass unser Lachs fertig ist. Perfekt. Können wir also rausholen. Super. Jetzt wollen wir noch zwei oder einen schönen Teller anrichten. Nehmen wir uns mal zwei von diesen ganz weichen, zarten Lachswürfeln. Und von dem Pak Choi, den marinieren wir uns jetzt ein bisschen. Den schneiden wir uns jetzt einfach ein bisschen in Streifen. Ah, das ist eine gute Idee. Genau, dann kannst du das wunderbar mit verwenden. Gib mal in eine Schüssel. Und den marinieren wir jetzt einfach ein kleines bisschen mit Sesamöl. Und etwas Sojasauce. Ach, das schaut schon so lecker aus. Ja, auf jeden Fall. Und es ist wirklich eine ganz schöne, leichte, ja, ein Gruß aus der Küche. Es ist ja wirklich nur eine ganz kleine Portion. Da machen wir jetzt ein kleines bisschen da drauf. Guck mal, so. Legen unseren Lachs in die Mitte. Nehmen dann etwas von der Sweet Chili Soße. Aber da sieht man, wie schnell man so etwas zaubern kann, wie leicht das geht. Jetzt noch etwas Koriander oben drauf und Conny, schon darf ich dir das anreichen. Perfekt. Sieht wunderbar aus und einfach, wie gesagt, ein schöner Gruß aus der Küche. Absolut. Also dämpfen, man kann gleichzeitig smoken, wir sparen uns Zeit, es ist einfach gesund. Und anders. Ja, es ist wirklich einfallsreich und also toll. Ich denke aber jetzt natürlich, wenn ich an Smoken denke, auch an so ein bisschen typische Produkte fürs Räuchern. Und ich denke, mich erinnern zu können, dass du zu Beginn mal was von Barbecue Ribs erwähnt hattest. Ja, richtig? Genau, das habe ich. Dein Gedächtnis ist sehr, sehr gut. Ich denke, es wird Zeit, dass wir jetzt von der Räuchertemperatur noch höher gehen. Und wir wollen jetzt als nächstes extra für die Conny eben unsere schönen Spare Ribs mal zubereiten. Okay. Ja, Conny, das sind unsere Enten, die wir räuchern wollen und kochen. Aber du siehst auch hier schon unser Zubehör, unsere schönen Entenhalter. Also das ist natürlich toll, weil dadurch natürlich die Knusprigkeit und die Bräunung
ganz rundherum gewährleistet ist und man kann es halt super reinhängen. Perfekt. Wir haben wirklich also jedes Zubehör für jede Anwendung. Oh ja. Fehlt nichts. Nein. Ja, Conny, jetzt fokussieren wir uns mal ein bisschen mehr auf ein etwas heißeres Räuchern. Wir wollen jetzt deine lang ersehnten Spare Ribs endlich machen. Ich habe hier auch eine wunderbare Schweineschulter für Pulled Pork. Und wir haben hier auch noch zwei wunderschöne Enten hängen, die wir natürlich auch noch richtig schön knusprig und braun und saftig machen wollen. Mhm, du sagst es gerade, denn was ist denn das Geheimnis vom Komotherm Max Pro? Wie bekommen wir denn, wie erhalten wir dieses saftige, zarte Ergebnis? Es sind eigentlich mehrere Geheimnisse. Das erste ist natürlich, dass wir mit unserem Natural Smart Climate in der Lage sind, im Kombidampf, den wir dafür nutzen werden, ein perfektes Garraumklima zu erzeugen. Das bedeutet, unsere Produkte werden schonend gegart und bleiben aber dadurch wunderbar saftig. Das andere ist natürlich Hot Smoke, garen und räuchern zur gleichen Zeit. Und das Beste zum Schluss, wir werden dann auch noch mit Crisp and Tasty in der Heißluft alle Produkte überkrusten, goldbraun und knusprig und dann eigentlich genauso, wie wir immer sagen, außen knusprig, innen saftig. Und du hast es gerade schon ihr gezeigt, ich sehe hier, wir haben die Frittierkörbe. Kannst du uns erklären, warum du hierfür die Frittierkörbe benutzt? Ja, es fällt auf, wenn keine Pommes drin sind. Ich nehme die Frittierkörbe unglaublich gerne her oder ich empfehle die Frittierkörbe eigentlich für Räuchern wegen ihrer Struktur. Es ist einfach so, wenn ich ein großes Stück Fleisch habe oder auch die Spare Ribs und nehme ein flaches Blech, dann die Auflagefläche zwischen Fleisch und Blech, da kann kein Rauch hin. Das heißt, da habe ich auch keine Geschmacksübertragung. Schaue ich mir aber diesen Frittierkorb an, der ist ja so perforiert, dass der Rauch an jede Ecke und an jede Seite des Fleisches quasi rankommen kann und das Produkt garen, aber eben auch räuchern kann. Ja, du sagst es, wir haben ja gerade durchgesprochen, was wir jetzt eigentlich alles vorhaben. Also genau. Wir kochen und wir räuchern jetzt zur gleichen Zeit. Und ich bin mir sicher, du kannst mir gleich zeigen, wie simpel das mit dem Komotherm Max Pro ist. Genau, das haben wir ja vorhin schon angesprochen. Und jetzt kommt einfach der ganz große Vorteil, dass wir ein integriertes Räucherelement haben. Weil wir haben ja gesagt, Räuchern ist ein Garmedium bei uns. Das heißt, wir drücken jetzt wieder die Kochmütze, sehen dann hier oben rechts wieder das Räuchersymbol, wählen wieder Heißräuchern aus. Jetzt aber nicht Dampf, sondern ich habe ja gesagt Kombidampf. Nehmen also die goldene Mitte. Temperaturen sind wir jetzt deutlich höher als vorher mit nur 45 Grad. Wir nehmen jetzt 135 Grad. Das ist wunderbar. Conny, wir können entweder natürlich mit einer Zeit arbeiten, aber auch mit Kerntemperatur. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht, also ich weiß, bei der Größe 2 Stunden reicht ganz locker aus. So. Und das ist jetzt quasi der erste Schritt. Heißräuchern im Kombidampf, im Natural Smart Climate. Aber wir wollen ja es noch leichter für uns machen. Wir brauchen jetzt noch den letzten Schritt, Crisp and Tasty in der Heißluft. Dazu setzen wir noch einen Schritt zu dem Profil dazu, gehen in die Heißluft, wählen jetzt 220 Grad aus. Ungefähr 10 Minuten sollte reichen. Den Lüfter auf höchste Stufe und Crisp and Tasty wird jetzt aktiviert. Einfach um zu gewährleisten, dass wir in kürzester Zeit die Feuchtigkeit aus dem Garraum bekommen und dadurch eben unsere Enten, unsere Ribs und auch das Pulled Pork einfach wunderbar goldbraun und knusprig wird. Alles mit nur einem Fingertipp. Absolut. Und das darf ich gleich mal vornehmen? Das hätte ich, genau. Du drückst jetzt mal Start. Okay. Und wunderbar, wir sehen jetzt wieder, wir werden wieder an das Wichtigste erinnert. Wir müssen natürlich wieder unsere Räucherbox in den Garraum geben. Ja, ich öffne dir schon mal die Tür. Vielen, vielen Dank. So, bitteschön. Und wie vorher auch schon, wir schieben jetzt einfach die Räucherbox auf das Heizelement im Garraum. Türe zu, bestätigen dies. Und jetzt siehst du, dass der Komotherm Max Pro erstmal ins Vorheizen geht. Und ich bin mir sicher, der Komotherm Max Pro wird uns daran erinnern, wenn die Vorheizphase beendet ist. Genau, das dauert jetzt ein paar Minuten, das ist aber unglaublich wichtig, einfach um das perfekte Startgarumklima für die verschiedenen Produkte zu erzeugen. Wenn das erledigt ist, dann können wir die ganzen Produkte beschicken. Und Sie sehen ja selbst jetzt, wie leicht es ist, einen Komotherm Max Pro zu bedienen. Ja, Conny, das Vorheizen ist beendet, der Komotherm Max Pro erinnert uns. Wir machen jetzt einfach die Türe auf. Und können jetzt auch wunderbar beschicken. Wir fangen an mit der Schweineschulter für unser Pulled Pork. Und auch hier mache ich einfach ein Tropfblech drunter. Mhm. Und jetzt endlich, Conny, kommen deine
geliebten Spare Ribs ins Spiel. Ich sehe schon, du siehst es mir auch schon an. Seit heute Morgen fragst du danach. Auch hier, Conny, ganz wichtig, ein Tropfblech zwischen den Spare Ribs und der Schweineschulter machen. Einfach, damit der Saft nicht von einem Blech auf das andere tropft. So, und jetzt als letztes noch unsere Enten. Die hängen wir jetzt hier vorne auf einen Schub 1. Und das ist ja wirklich toll mit dem Zubehör. Du siehst, die hängen frei in der Luft. Das bedeutet, die ganze heiße Luft, der Rauch kann das Produkt wunderbar ummanteln und eben später dann noch schön goldbraun und knusprig machen. Perfekt. Türe zu. Wir haben jetzt geschmeidige 2 Stunden, 10 Minuten Zeit, was anderes zu machen und können jetzt einfach die Zeit genießen. Perfekt. Also, ich freue mich schon darauf und das Warten lohnt sich. Ja, Conny. So schnell sind 2 Stunden, 10 Minuten vorbei. Der Convotherm Max Pro erinnert uns, dass unsere Produkte jetzt fertig sind. Machen wir mal die Türe auf. Oh, wow, jetzt riechst du erstmal, dass wir hier drinnen eigentlich geräuchert haben. Und man sieht es hier auch schon. Jetzt holen wir mal unsere Enten raus. Wunderbar. Und das sieht man schon. Toller Glanz, tolle Farbe. Sehr schön. Und als nächstes kommen deine lang ersehnten Spare Ribs. Aber ich sehe, das Warten hat sich gelohnt. Oh ja. Die Farbe, es glänzt. Oh ja, und jetzt noch unsere Schweineschulter, aus der wir ja dann Pulled Pork machen wollen. Und man sieht ja jetzt auf allen Produkten eine tolle Farbe. Und die Farbe ist gar nicht nur vom Überkrusten am Schluss mit Crisp and Tasty, sondern es gibt so einen Räucherfilm, der sich auf alles legt, vom Blech, von den Produkten. Und der sorgt natürlich auch noch mal für eine tolle Farbe. Und ja, wie gesagt, wir haben ja diese 2 Stunden jetzt genutzt. Wir haben schon ganz viel hier geschnippelt und vorbereitet, weil wir wollen ja jetzt aus den Spare Ribs, aus der Schweineschulter und aus den Enten noch 3 richtig tolle Gerichte zubereiten. Und ja, Conny, da würde ich sagen, ja, lass uns starten. Legen wir einfach mal los, gell? Wir sind alle hungrig. Gut. Genau, wir fangen jetzt an mit unserer Schweineschulter, beziehungsweise wir wollen daraus ja ein schönes Pulled Pork machen. Und die Schwarte, wunderbar, die wollen wir aber jetzt nicht. Das heißt, die entfernen wir jetzt erstmal. Und du siehst ja, das geht ja wirklich richtig gut. Und das restliche Fleisch, das wollen wir ja jetzt zum Pulled Pork machen. Und das Schöne ist natürlich jetzt, durch Kombidampf, durch das langsame Räuchern ist das einfach butterweich und es zerfällt einfach nur. Das heißt, ich kann es einfach von Hand zerdrücken und man sieht die Saftigkeit, man sieht, wie die ganze Muskelstruktur also wirklich butterweich ist. Und wir haben es ja natürlich geräuchert. Das heißt, wir brauchen da jetzt nicht mit Barbecue-Soße oder so etwas arbeiten, sondern wir können jetzt einfach auch einen ganz feinen Geschmack machen. Und wir haben jetzt hier etwas Knoblauch, Koriander, Frühlingslauch, bisschen für die Schärfe Chili, dann haben wir Petersilie. Ach, das schaut schon so gut aus. Total lecker. Und es riecht auch schon so gut. Rote Zwiebeln. Es riecht auch schon so gut. Jetzt noch für den Extra-Kick ein bisschen Orangen- und Zitronensaft zusammen mit der Schale. Und jetzt wollen wir es ein bisschen, man sagt dazu, schlotziger haben. Das heißt, jetzt geben wir noch ein bisschen Brühe mit dazu. Ich helfe dir mal kurz. Moment. Danke dir. Und natürlich braucht das Ganze jetzt noch einen schönen Schwung Salz. Und jetzt kommt eigentlich das Schönste an der ganzen Sache. Jetzt kann man das so richtig schön durchmatschen und miteinander vermengen. Und das Tolle ist, also idealerweise machst du jetzt das, was ich jetzt gerade tue, einen Tag vorher. Dann ist einfach für die Gewürze, für die Kräuter mehr Zeit, sich mit dem Fleisch zu verbinden. Und dann hast du einfach einen noch intensiveren Geschmack. Aber das Schöne ist eben, wir haben jetzt hier ein richtig saftiges, geräuchertes Pulled Pork, was einen tollen, natürlichen Geschmack hat. Eben ohne dieses typische Barbecue-Soße. So, und jetzt bauen wir uns daraus einfach mal ein paar schöne kleine Burger, ein paar Sliders. Und das mache ich mal zur Seite. Ich sehe, du hast schon was vorbereitet. Natürlich, wir haben da schon was vorbereitet. Das heißt, wir nehmen uns jetzt 3 von diesen Buns. Also das heißt, du hast ja gerade gesagt, man kann es ganz einfach einen Tag vorher zubereiten. Genau. Es zieht da noch durch, es ist vom Geschmack noch viel intensiver. Es bleibt aber saftig und man kann es kalt und warm essen. Genau, und du musst das natürlich auch nicht so wie jetzt auf dem Burger. Du könntest das auch als ein Salat-Topping nehmen. Du kannst das, wie du gesagt hast, kalt und warm essen. Also das bleibt dir eigentlich völlig überlassen, vogelfrei. Wir sind da vollkommen flexibel und können auch daraus verschiedene Gerichte
zubereiten. Natürlich, genau. Also jetzt machen wir einfach hier so einen kleinen Mini-Burger, so ich sag mal so ein, ja, Barbereich, Zimmerservice, dass man einfach so ein bisschen was für die Hand, für unterwegs hat. Nicht so der große Burger, könnte man natürlich auch machen, das spielt keine Rolle. Jetzt noch ein bisschen Zwiebel drauf. Ach, das ist total lecker und vor allen Dingen halt auch so einfach, ja. Das geht so schnell. Genau. Also du bist ja auch so schnell. Genau, schau, und da haben wir natürlich hier auch schon unser Teller vorbereitet. Und wenn man sich das jetzt einfach anguckt, Steak Fries mit ein paar Dipsoßen und jetzt einfach drei schöne kleine Mini-Burger mit unserem frisch gemachten Pulled Pork. Lecker. Toll. Das schaut schon richtig gut aus, aber wir sind ja noch lange nicht fertig. Nein, es geht direkt weiter. Ich räume das hier nur schnell zur Seite. Ja, ich helfe dir auch gerne. Ich habe auch noch ein bisschen Platz. Weil wir sind ja noch nicht am Ende. Genau, und zwar? Jetzt kommen wir endlich zu deinen ganz sehnlichst erwarteten Spare Ribs. Auch hier, ich meine, man sieht es ja wirklich, eine tolle Farbe. Es ist also toller Glanz, knusprig. Und jetzt ist es natürlich auch wichtig, wie weich und wie zart sind die Ribs. Und auch hier das Schöne ist eben, wir gucken mal. Ah ja, es zerfällt auch hier einfach ohne Messer. Also es ist butterweich. Und ich meine, genau das ist es, was wir ja wollen, wenn wir sagen Spare Ribs. Also wir möchten ja nicht irgendwie da drauf rumbeißen müssen und dass es zäh ist, sondern wir wollen ja wirklich ganz zarte, feine Spare Ribs haben. Und es gibt eigentlich, wenn man ehrlich ist, ja nichts Leckeres als frisch gegarte und geräucherte Spare Ribs, die wirklich vom Knochen abfallen. Ich wollte es gerade sagen und das zur gleichen Zeit. Genau. Smoken und kochen. Und es schaut auch dieses Gericht, Andi, schaut einfach nur lecker aus. Ja, jetzt sind wir ja doch recht, ich sag mal, europäisch oder auch hier jetzt mit den Spare Ribs, schon ein bisschen amerikanisch. Wir haben aber ja auch unsere Enten. Und die wollen wir jetzt einen Hauch asiatisch machen. Ich hab's mir schon gedacht, dass du dir hier auch was überlegt hast. Wir sind ja international. Oh. Dann nehmen wir erstmal unser Zubehör raus. Salzzubehör, perfekt. So, und wir haben es ja jetzt beim Pulled Pork gesehen, wie zart das Fleisch ist. Wir haben es bei den Spare Ribs gesehen. Jetzt hofft man natürlich, dass es bei den Enten genauso ist. Ich bin mir sicher. Das Schöne ist, wir müssen eigentlich nur einschneiden. Und auch hier, anstatt ein Messer, kannst du eigentlich alles von Hand machen. Also du siehst, ich kann einfach hier reingreifen und habe in kürzester Zeit die ganze Keule abgelöst. Und man sieht auch die Kombination. Außen kross, innen zart super und saftig. Zart, saftig. Und jetzt, wir fokussieren uns jetzt auf das schönste Stück. Wir wollen jetzt nur die Brust haben. Daraus wollen wir jetzt machen. Wir sind jetzt ein bisschen verwöhnt. Und das Schöne aber auch hier, ich meine, guck mal, ich greife einfach nur mit meinen Fingern rein und kann eigentlich die ganze zarte Brust ablösen und habe nur noch die Knochen hier. Das lege ich zur Seite. Perfekt. Und jetzt schneiden wir mal unsere frisch geräucherte und gegarte Entenbrust. Man sieht hier noch die Farbe, wie es ist wunderbar. Fleischsaft heraustritt. Und wir wollen jetzt das Ganze ein bisschen asiatisch machen. Dafür habe ich hier Pfannkuchen vorbereitet. Und wir nehmen jetzt eine Hoisinsoße. Wir streichen das Ganze großzügig. Sehr schön. Und legen da jetzt unsere frisch geräucherte Entenbrust drauf. Sehr schön. Wunderbar. Und es macht doch so viel Spaß, dir zuzusehen. Man sieht, wie schnell das geht. Dann habe ich hier ganz fein geschnittener Lauch in Streifen. Und jetzt schlagen wir das einfach schön vorsichtig ein. Wie so eine Art Wrap. Und schneiden es einmal durch. Und jetzt schauen wir, jetzt haben wir hier einen wunderschönen Entenbrust-Wrap mit Hoisinsoße. Dazu noch etwas extra Hoisinsoße zum Dippen. Und schon sind unsere drei Gerichte aus dem 620er fertig. Frisch geräuchert, frisch gegart. Also man sieht, was der Combo-Term Max Pro mit seiner Smoke-Option, dem Convo Smoke, eigentlich alles kredenzen kann. Zaubern. Ja, zaubern du kann. Sagst es. In perfekter Qualität. Absolut, in so kurzer Zeit doch auch. Und jetzt komme ich doch noch mal auf unsere Biscuits zurück. Und vielleicht können wir da mal einen Blick drauf werfen, wie die jetzt ausschauen. Alles klar, schauen wir mal. Jetzt zeige ich dir mal die Smokerbox, wie es nach dem Räuchern
eigentlich ausschaut. Mhm, ich schließe noch die Tür. Ich danke dir. So, verschwinde Tür. So, das Tolle ist eben, dadurch, dass wir jetzt unsere Biscuits verwendet haben, hätte ich hier jetzt die Holzchips verwendet, dann wäre hier nur Asche drin. Und wir haben ja eben geräuchert, dabei gleichzeitig gegart und dann haben wir überkrustet. Und hier sieht man ja, dass die Biscuits also wirklich noch die Form haben. Man muss dazu sagen, die sind noch gar nicht wirklich voll durchgebrannt. Also das heißt, ich könnte noch weiter räuchern, da ist noch Potenzial drin. Aber das Schöne ist eben hier, es bleibt alles in der Box und fliegt nicht im Garen rum. Also es ist wirklich sehr sicher. Absolut, wir haben es heute gesehen und wir haben heute viel geräuchert. Jo, ja. Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt zu dem Thema kommen, Reinigung. Wie sieht es denn damit aus mit dem Combo Temex Pro? Genau, also grundsätzlich empfehlen wir natürlich nach jedem Räucherschritt eine Reinigung. Räuchere ich nacheinander, brauche ich das natürlich nicht. Also wenn ich danach sage, ich möchte jetzt Spare Ribs machen, möchte danach nochmal Hähnchen räuchern, gar kein Problem. Habe ich aber jetzt geräuchert, so wie wir heute, und möchte jetzt Croissants oder sowas backen, dann ist es dringendst empfohlen, weil einfach dieser Rauchfilm natürlich überall im Garum ist. Super einfach natürlich für uns, durch unser Klinikmanagement. Auch hier nur ein Fingertipp ist nötig. Vollautomatische Reinigung startet, das heißt, ich komme in keinen Kontakt mit Reiniger. Ich muss gar nichts selber machen, nur draufdrücken, Reinigungsprogramm wählen und eigentlich kann ich schon nach Hause gehen und der Combo Temex Pro macht den Rest. Das war's. Das war's. Sehr simpel. Also heute haben wir gesehen, was Sie für Vorteile haben dank des neuen Combo Temex Pros und der Räucherfunktion und Option natürlich, dem Convo Smoke. Wir haben gesehen, wie einfach es ist, wie schnell, wie effizient das Ganze funktioniert, indem wir gleichzeitig kochen und räuchern. Und dank der integrierten Software können Sie jederzeit Ihren Smoking Step integrieren, sei es am Anfang, in der Mitte oder am Ende. Und das schafft einfach Flexibilität. Und wenn Sie nun neugierig geworden sind und mehr über unseren Combo Temex Pro erfahren möchten, dann besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.combotherm.com. Ich freue mich, vielen lieben Dank, dass Sie zugeschaut haben. Andi, vielen lieben Dank. Auch es hat Spaß gemacht. Dank dir. Und ja, Conny, wie gesagt, tolle Sachen und jetzt ist Feierabend, oder? Das würde ich auch sagen. Vielen Dank. Vielen Dank auch.